By the power of bacon. So, liebe Leute, heute so ein paar Infos, mal so ein bisschen auch zum Nachdenken und ein bisschen was zum Kichern, weil ich heute auch ein bisschen lachen musste. Und ja, erstmal Info für nächste Woche vielleicht. Quarks & Co. wurde ich auch darauf aufmerksam gemacht, dass da eine Sendung über Low Carb, High Fat quasi kommen sollte. Sollte eigentlich diese Woche kommen, kommt nächste Woche. Könnt ihr euch ja mal anschauen, ob da was für euch bei ist. Ich werde mir das natürlich auch angucken und werde euch sagen, was ich da so ungefähr von halte. Aber wenn man sich den Vorbericht schon mal anguckt, ist da auf jeden Fall schon mal mehr Substanz dahinter als bei ProSieben etc. Aber gut, worum geht's hier? Jetzt kommen mittlerweile immer mehr Untersuchungen, Studien zum Beispiel raus, wo zum Beispiel auch Krankheiten wie Diabetes Typ 2 mit Low Carb geheilt werden, die Risiken minimiert werden, man damit besser leben kann und so weiter und so fort. Das Ganze kommt ja nicht von ungefähr. Ich meine, die ganzen High-Carb-Leute, Veganer, was auch immer, die argumentieren immer noch mit den Büchern, China Study etc. aus dem Jahr, mit den Untersuchungen aus den Jahren 1900 Anno Tobak. Und das Jüngste, was ich bis jetzt gesehen hatte, war das Jahr 2000. Irgendeine Untersuchung. Und dass die Sachen sich vielleicht ändern können im Laufe der Zeit und dass man vielleicht mal ein bisschen auch überlegen kann, das zeige ich euch jetzt mal so ein bisschen. Ein bisschen was zum Schmunzeln fand ich das hier, dass die DGE jetzt gesagt hat, vegan ist nicht gesünder zum Beispiel, und da laufen die alle gegeneinander Sturm. Verlinke ich euch auch mal unten rein. Einfach nur lustig zu lesen. Soll jetzt nicht irgendwie negativ oder positiv dargestellt werden. Auf jeden Fall, ich finde es auch immer lustig, solche Sachen, dass wenn von der offiziellen Stelle kommt, zum Beispiel Fleisch ist krebserregend, dann wird das mega gut aufgenommen. Wenn dann aber auf einmal solche Sachen kommen wie vegan ist nicht gesünder, dann wird auf einmal davon drauf geschossen wie sonst was. Also ganz ehrlich, Leute, da packe ich mir manchmal selber an den Kopf und frage mich so, sag mal, seid ihr jetzt für diese Institution dagegen? Ist das jetzt auf einmal alles von der Fleisch- und Milchindustrie bezahlt oder was? Naja, wir schauen uns doch mal an, so wirkliche Untersuchungen, relativ neu, 2014 hier, kann man sich auch angucken, wo das Ganze herkommt, und kann man sich auch angucken, ob das Ganze mit finanziellen Hintergrund und so weiter ist, aber das ist von einer von der Research-Institut hier und von der Universität und alles öffentlich ohne Finanzierung von außerhalb hier. Also alles soweit schon mal legit und wie gesagt, relativ neu. Hier wurde geschaut, Low Carb quasi gegen Low Fat, und zwar wie der Effekt ist, wie man besser abnimmt und, das ist das Wichtigste, wie die Blutwerte auch sind. Ich möchte jetzt nicht so viel darauf eingehen, dass hier in der Studie auch rausgekommen ist, dass die Leute mit Low Carb hier besser abnehmen konnten. Das hängt natürlich immer auch damit zusammen, wie man damit klarkommt und so weiter. So, das Wichtigste ist hier aber, weil ja viele Leute immer schreien, High Fat, Low Carb, kriegst du beschissene Blutwerte oder was auch immer. Und da kommt es jetzt einfach drauf an. Und jetzt kommen bestimmt wieder einige Leute, die rumschreien, ja, die waren aber in der Diät, die haben aber abgenommen. Die haben aber trotzdem mehr Fett gegessen als die anderen. Also wenn eure Theorie stimmt, dass Fett schlechte Blutwerte macht, müsste das doch eigentlich hier dann eben dementsprechend sein. Beide Gruppen waren im Defizit, beide Gruppen haben eine Diät gemacht. Und das Geile ist einfach, dass es hier 148 Männer und Frauen waren, erstmal ohne irgendwelche Vorerkrankungen, dass es alles klinisch betreut wurde, dass es alles auch eine randomized Gruppe war. Und das Interessante ist einfach, dass die Leute mit Low Carb, dass die Diät natürlich erstmal effizienter war und dass die kardiovaskulären Risiken hier niedriger waren als in der Low-Fat-Gruppe. Jetzt erklärt mir doch mal, wie das dann sein kann. Ihr könnt die Studie ja hier untersuchen, selber könnt selber mal gucken, ob ihr da irgendwas findet, aber hier Low-Carb minus 40, also weniger als 40 Gramm Kohlenhydrate am Tag und Low-Fat weniger als 30% am Tag. Davon auch noch sehr wenig
gesättigte Fettsäuren. Also, ich würde mal sagen, es ist einfach nicht richtig, dass Low Carb gleichzeitig schlechte Blutwerte hervorruft. Auch nicht, wenn man das Ganze isokalorisch machen würde oder sonst was. Ich meine, hier ist es im Vergleich zu einer Low-Fat-Gruppe. Da müssten die Werte ja eigentlich theoretisch schlechter sein, wenn ich mehr Fett zu mir nehme. Aber hier HDL ist gestiegen, Triglycerid-Level sind gesunken, noch besser als im Vergleich zu Low-Fat-Gruppe und so weiter. Und davon gibt es mittlerweile in den neuesten Jahren, in den letzten 5 Jahren zig Studien. 2015 gibt es neue, 2016 gibt es sogar neue, die genau in die gleiche Richtung gehen, eben auch zum Cholesterin etc. Dass High-Fat eben keine negativen Auswirkungen auf die Blutwerte hat. Auch nicht auf Dauer. Das hier waren zum Beispiel 12 Monate insgesamt. Und wenn ihr mir dann wieder mit irgendwelchen Sachen kommt, mit irgendwelchen epidemiologischen Studien, wo einfach nur Korrelationen gefunden worden sind, aus dem Jahre 1960, 70, dann ist das einfach dämlich. Ganz ehrlich. Also, naja, weiter geht's. Schauen wir uns doch mal weiter an. Dann gab's hier ziemlich lustig auch in der Ökotest in der aktuellen, vielleicht zeige ich euch das auch nochmal hier relativ aktuell, was in den ganzen fleischlosen veganen Produkten so drin ist, in diesen Ersatzprodukten, die die Leute ja nehmen sollen. Ich weiß, das sind natürlich auch keine Produkte, die ein wirklicher High-Carber jetzt empfehlen würde, aber das sind eben die Produkte, die die Leute stattdessen nehmen. Und die sind einfach beschissener als die Fleischprodukte, was da alles so drin ist. Und nur ein Produkt hat hier ein Gut bekommen und ich kann euch, wenn ihr Interesse habt, kann ich euch die Ökotest natürlich auch selber dann nochmal in einem separaten Video genauer zeigen, was da so bei rausgekommen ist. Aber appetitlich sieht das ja wohl auch nicht wirklich aus. Ich meine, eine Mortadella oder so oder eine Fleischwurst sieht genauso beschissen aus, da brauchen wir uns nicht unterhalten. Aber eben die veganen Ersatzprodukte sind genauso scheiße. Wenn nicht sogar noch schlimmer. Aber worum es mir auch geht, zum Beispiel, ist euch mal so ein bisschen überlegen zu lassen. Entwicklung von Diabetes. Ich meine, das sieht heute noch schlimmer aus, das ist jetzt bis 2007. Diabetes steigt. Ich meine, das wissen wir alle. Die Leute werden dicker, die Leute bekommen mehr Krankheiten, die Leute bekommen mehr Diabetes. Beim Krebs sieht das wegen der Heilungschancen und so weiter noch halbwegs human mit den Anstiegen aus. Einige rückläufig, einige ansteigend und so weiter. Aber wir gehen jetzt auf die Volkskrankheit Diabetes drauf ein, wo ja auch viele Experten auf YouTube sagen, das Fett ist für Diabetes verantwortlich. Die Fleischprodukte sind für Diabetes verantwortlich. So, jetzt schauen wir uns das einfach mal an. Also hier, Diabetes steigt, ganz klar. Sogar relativ stark, würde ich mal einfach so behaupten. Also schon fast hier um das Doppelte. Da sind die Werte vorher 1980, wo, das kann man so als Umschwung bezeichnen, weil ab dem Zeitpunkt so die Low-Fat-Guidelines quasi rausgekommen sind generell und alle Welt sich Low-Fat ernährt hat. Genau, sind ab da gestiegen und sieht man in verschiedenen Grafiken, könnt ihr nach googeln. Auch das Übergewicht, was natürlich einhergeht. Wenn ich zu viel esse, wenn ich dicker werde, entwickelt sich daraus in vielen Fällen automatisch dann eben Diabetes. Und wie man hier auch sieht, bei den Low-Fat-Guidelines, wo die ganzen Leitprodukte und so weiter rausgekommen sind, also mit weniger Fett, steigt das Ganze. Dürfte ja eigentlich nicht sein, wenn die Leute doch jetzt weniger Fett in den Produkten essen, weniger fettiges Fleisch und so weiter, dann dürfte das Übergewicht ja theoretisch nicht steigen, oder? Nun ja, wie sieht das Ganze aus? Kann vielleicht die Milch oder so dran schuld sein? Wie wir hier zum Beispiel sehen, der Milchkonsum und generell der Konsum von Milchprodukten, sei es auch Käse und so weiter, ist auf einer Linie, wenn nicht sogar rückläufig. Wir konsumieren also weniger tierische Milchprodukte. Was aber kommt, sind die ganzen Limonaden, Fruchtsäfte etc. Heutzutage sind es die Smoothies, die auf einmal rauskommen und durch die Decke schießen wie sonst was. Fleisch, ist Fleisch jetzt dran schuld? Fleischkonsum war bis hier 1980, bis zu diesem Umschwung, sag ich mal,
gestiegen und dann auf einer Linie und ist sogar rückläufig. Das heißt, wir haben einen rückläufigen Fleischkonsum, wo Diabetes gestiegen ist. Es kann also theoretisch rein hier, wenn wir jetzt die Statistiken angucken, wobei ich ja vorhin schon gesagt habe, epidemiologische Korrelationen und so weiter sind nicht aussagekräftig, aber man kann hier doch wirklich auch sagen, dass der Fleischkonsum nicht irgendwie dran schuld sein kann, dass die Leute immer mehr Diabetes bekommen, wenn der Fleischkonsum doch sogar rückläufig ist. Das ist doch Quatsch. Was aber interessant ist, ist zum Beispiel auch, dass die Produktion von Fleisch, dass die trotzdem angestiegen ist. Wir haben also eine Überproduktion heutzutage. Und da ist doch der Punkt, wo ich irgendwann auch mal ansetzen muss und sagen muss, Massentierhaltung zurückfahren, dafür eben Biohöfe mit Grasweideflächen, das würde völlig ausreichen für unseren Fleischkonsum. Und dann ist das Ganze doch schon mal eine Ecke besser. Nun ja. Auch, jetzt kann man sagen, was weiß ich, die Grafik ist gefälscht oder so. Schaut euch einfach Entwicklungen pro Kopf Fleischkonsum an. Wird euch überall das Gleiche aufgezeigt, dass das eben rückläufig ist. Auch hier wieder mal Fleischkonsum rückläufig, aber die Fleischerzeugnisse, Fleischimport und so steigen immer weiter an. Also das Fleisch wird eben dann dadurch auch billig auf den Markt geworfen, billig produziert und deshalb kostet heute diese Putenbrust auch einfach so wenig, weil es immer größere Betriebe gibt, wo wir natürlich dann von importieren. Zum Glück ist es heute so, dass die Leute langsam wieder so auf die Bioschiene und die kleinen Bauernhöfe zurückkommen. Ich hoffe, das entwickelt sich so weiter. Wie ist das mit den Fetten? Hier sehen wir, dass die guten Fette, Butter, Schmalz, dass die rückläufig sind. Also die tierischen Fette. Dass die beschissenen Fette, diese pflanzlichen Öle, vor allen Dingen hier, was bei Öl auch noch mit drin ist, das Palmöl, was heutzutage billig überall mit drin ist, Margarine, Rapsöl und Sonnenblumenöl zum Beispiel. Was ja jetzt auch zum Beispiel Margarine, dann ist nur gehärtet. Also die ganze gehärtete Scheiße, die schlechten Öle, die steigen an. Ist es jetzt Butter, Schmalz, sind es jetzt wieder die tierischen Fette, die dafür verantwortlich sind, dass wir immer mehr Diabetes bekommen, wenn das rückläufig ist? Kann irgendwie nicht sein, ne? Muss man sich mal Gedanken drüber machen. Wenn wir uns aber zum Beispiel den Zuckerkonsum anschauen, dann sehen wir doch ganz klar, dass das Ganze vor allen Dingen hier ab der Zeit, wo es richtig losgeht, nach oben schießt wie sonst was. In verschiedenen Ländern, verschiedene Grafiken können wir das überall sehen, dass der Zuckerkonsum einfach durch die Decke schießt und dass dazu, zu diesem übermäßigen Zuckerkonsum, jetzt eben auch noch diese ganzen beschissenen Öle mit dabei kommen. So, wo bin ich? Da bin ich. Was das Ganze dann im Endeffekt heißt, ist, dass die Kalorienaufnahme eben ziemlich gestiegen ist, auch in den letzten Jahren. Die Gesamtkalorien Aufnahme. Und warum ist das so? Weil wir eben immer mehr Fastfood essen. Ganz einfach. Besonders hier, wo es dann auch wieder 1980 der Umschwung so losging, wird nicht mehr zu Hause gegessen, schön selbst gekocht. Nee, wird überall außer Haus gekocht, Fastfood, Restaurants und so weiter, wo natürlich immer die günstigsten Fette, Zucker und so weiter mit eingebaut werden in die Produkte, die überhaupt gar keinen gesundheitlichen Vorteil dann mehr bieten. Und im Endeffekt, wie in dem Video mit der Fettleber, habe ich euch schon gesagt, dass dieses Überkalorische dann eben in Verbindung mit dem Zucker die negativen Auswirkungen hat. Hier auch, selbst wenn wir, hier gibt es eine, oder gibt es auch verschiedene Untersuchungen, wie wenn man sich jetzt überkalorisch zum Beispiel ernährt, dass das Ganze mit Fast Food eben deutlich schneller geht, als wenn wir uns gesund überkalorisch ernähren, zum Beispiel mit gesunden, natürlichen Lebensmitteln. Das sollte eigentlich jeder noch so kleinen Glühsparlampe einleuchten, dass wenn wir 500 Kalorien aus einem Hamburger essen, der schon fertig vorgekaut ist sozusagen, dass das mehr Gewichtszunahme im Endeffekt hervorruft, als wenn wir 500 Kalorien aus einem ordentlichen Steak oder Nüssen oder was auch immer uns ziehen.
Gleichzeitig mit einem höheren Kalorienverbrauch haben wir weniger Kalorien, mit einem höheren Kalorienaufnahme haben wir einen niedrigeren Kalorienverbrauch. Die Leute arbeiten immer mehr am Schreibtisch, die Arbeiten werden alle automatisiert durch Roboter und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben einen viel weniger oder einen geringeren Kalorienverbrauch generell in unserem Alltag. Da machen die noch weniger Sport, sitzen die ganze Zeit nur im Dunkeln rum auf dem Sofa oder sowas und dann wundert man sich noch am Ende. Genauso Sachen wie Schlaf und so weiter, Stresshormone, die dann natürlich auch durch die durch den Stress auf der Arbeit natürlich erstmal, aber auch durch den mangelnden Schlaf, durch die mangelnde Regeneration und so weiter. Das sind alles so Punkte, die am Ende dann dazu führen, dass die Leute fett werden, Diabetes bekommen, übergewichtig sind und auch solche Sachen wie die Preisentwicklung hier, dass die Leute eben viele Kalorien für wenig Geld ganz einfach kaufen können. So ein Hamburger kostet 1 Euro oder was? Ich meine, das ist noch relativ teuer. Wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe und mir eine Packung Kekse hole, sind da 1000, 2000 Kalorien drin und die kosten 1 Euro. Also jetzt überlegt euch doch mal ganz nüchtern einfach. Steigende Übergewichtszahlen, steigende Diabeteszahlen und so weiter. Milchkonsum, Milchprodukte auf einem Level geblieben. Fleischkonsum sogar gesunken oder auf einem Level geblieben, wenn man so sehen möchte. Was aber gestiegen ist am Ende, sind die schlechten Fette, Palmöl etc., wo das ganze Zeug dann auch drin frittiert wird, gehärtete Fette, Backfette, Margarine etc. Und der Zuckerkonsum. Und damit meine ich nicht die Früchte, damit meine ich nicht irgendwelches Gemüse, Obst oder sowas, sondern eben wirklich den Zucker, der zugesetzt ist, auch in Form von Weißmehl, Hamburger Brötchen etc. Ganz ehrlich, wenn ich solche Daten sehe, dann kann ich doch mein Gehirn irgendwie mal ein Minütchen einschalten und vielleicht mal überlegen, ob das eine mit dem anderen denn überhaupt grundsätzlich dann was zu tun hat. Und ich habe euch ja auch schon in dem Video zur Fettleber und ich habe euch auch schon Videos gemacht, wo ich wirklich ganz viele Studien gezeigt habe in dieser Form, wo eben eine Low-Carb- oder High-Fat-Ernährung oder sogar ketogene Ernährung keine negativen Auswirkungen hat auf die Blutwerte, Blutfettwerte, sondern eher sogar noch eine Besserung, wenn ich mich vorher scheiße ernährt habe. So, wenn ihr dazu jetzt wirklich konstruktive Kritik habt, auf einige Kommentare antworte ich überhaupt nicht mehr. Also, wenn jetzt irgendeiner wieder mit der Ethikkeule kommt, ich antworte auf so einen Scheiß überhaupt nicht mehr. Das ist nicht Thema des Videos, das ist ein anderes Thema, da kann ich auch gerne ein Video drüber machen. Es geht jetzt rein um die Werte, um die Blutfettwerte, um das Argument, du bekommst schlechte Blutwerte, du bekommst hohe Cholesterinwerte oder sonst was, wenn du dich Low Carb ernährst. Es geht rein um das Argument, Fleischkonsum, Fettkonsum erhöht deine Chance, Diabetes zu bekommen, etc. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben. Das Video soll eben auch nur so ein kurzer Überblick sein und Ausgangsvideo quasi zu weiteren Diskussionen geben, sachlichen Diskussionen. Wenn mir einer mit einer China-Study wieder drunter kommt, werde ich auch nicht antworten, okay? Also gebt mir irgendwelche neueren Sachen, die schaue ich mir dann gerne an. Überhaupt gar kein Problem, kann man dann darüber diskutieren. Alles andere werde ich nicht beantworten. Also gebt dem Daumen einfach ein Video, oder gebt dem Video einen Daumen nach oben, meine Güte. Und schreibt einfach mal eure Meinung drunter, wie ihr das Ganze seht. Also bis denn.